Willkommen zur Abschlussrunde unseres heutigen Summer Social Club hier von der Dachterrasse von Medico International in Frankfurt. Kritisches Denken in Zeiten der Weltkrise, gedacht von Corona bis Afghanistan, ein ganz schön gewagtes Unterfangen, in dem wir einen Versuch wagen werden, die Systemfragen hinter dem krisenhaften Geschehen, hinter den Katastrophen zu benennen und zu analysieren. Aufgrund der jüngsten Ereignisse in Afghanistan haben wir unser Programm nochmal etwas abgeändert. Wir werden kürzer als ursprünglich geplant über die Covid-19-Pandemie sprechen, um mehr Raum zu haben, das aktuelle Geschehen in Afghanistan in den Blick zu nehmen. Mein Name ist Anne Jung, ich bin Gesundheitsreferentin bei Medico International und leite dort die Öffentlichkeitsabteilung. Die weiteren Gäste sind zu meiner Linken Stefan Lessenich, seit neuestem und zu unserer wirklich ganz großen Freude Direktor des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt am Main und Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung in Frankfurt. Thomas Rudolf Seibert auf der anderen Seite ist Philosoph und als Medico-Mitarbeiter für Asien zuständig. Er ist zudem Referent für Menschenrechte und wird heute über die Situation all derer sprechen, die im Stich gelassen und der Gewalt ausgeliefert wurden, über die Menschen, die über Jahre hinweg ihr Leben eingesetzt haben, damit aus den hohlen Versprechungen des Westens Wirklichkeit werden kann. Sie können Fragen stellen, Diskussionsbeiträge liefern, am besten über den Chat. Die kriegen wir dann ab und zu mal eingereicht zwischendurch. Da seid ihr herzlich zu eingeladen und wir freuen uns auf die nächsten anderthalb Stunden gemeinsam. Wie angekündigt, also ein paar eingehende Überlegungen zur aktuellen Covid-19-Pandemie. Weitgehend unbemerkt von der öffentlichen Wahrnehmung wies Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen des Afrika-Gipfels in dieser Woche die Forderung nach Verzicht auf Impfstoffpatente zurück und sie beklagte im gleichen Atemzug die dramatische Ungerechtigkeit, dass die Impfraten in Afrika so niedrig seien. Was ist hier eigentlich der Missing Link? Was sind die fehlenden Verknüpfungen? Was ist das Unausgesprochene darin? Erstens, die Bundesregierung und mit ihr der größere Teil der westlichen Welt hat diese dramatische Ungerechtigkeit aktiv mitverantwortet, die sie jetzt beklagt. Mit der Weigerung, die Patente auszusetzen, hat die Bundesregierung und mit ihr Europa die Zuerkennung des Menschenrechts auf den bestmöglichen Zugang zu Gesundheit verweigert. Sie sendet den Verworfenen der Welt eine eindeutige Botschaft, nämlich die Botschaft des Ausschlusses, der auf Dauer gestellt wird und in der Verwobenheit der Corona-Krise mit dem, was treffend als Syndemie beschrieben wird, also eine synergetische Pandemie. Zweitens. Die Pandemie hat wirtschaftliche Insolvenzen ausgelöst, viele Menschen in extremster Armut gestürzt, die Ernährungsunsicherheit vergrößert und die Gefahr von Hungersnöten erhöht. Es ist ein Teufelskreis. Je ausgeprägter nämlich diese Krisen werden, desto komplizierter wird es, die Pandemie selber zu beenden. Die Geopolitik und das Primat der Ökonomie dominieren hier das politische Handeln und nicht die Frage der Menschenrechte oder gar der epidemiologischen Vernunft, die besagt, und das gilt weiterhin, es ist dann vorbei, wenn es für alle vorbei ist. Die Industrienationen senden also ein klares Signal an die Ränder der Welt, dass Multilateralismus nur dann einen Stellenwert hat, wenn sie die Gleicheren unter den Gleichen sind. Mehr als 100 Länder zum Beispiel, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, fordern seit Monaten bei der Welthandelsorganisation die Freigabe der Patente, doch die EU mauert weiterhin. Seit Tag 1 des Ausbruchs der Pandemie fordert die Weltgesundheitsorganisation einen Technologietransfer, ein Verständnis von globaler Solidarität
für Impfstoffe und scheitert seither an den reichen Industrienationen, das durchzusetzen. Hier hätte sich das Gemeinsame zeigen müssen. Stattdessen erleben wir eine Neuordnung der Welt, eine Neuordnung aber nach alten Mustern. Das gilt übrigens für Covid genauso wie auch für Afghanistan. Das Signal, das hier von der Politik ausgeht, hat Ayade Aklakia, Epidemiologin und Co-Vorsitzende der Africa Vaccine Delivery Alliance der Afrikanischen Union, kürzlich auf den Punkt gebracht. Ich zitiere sie: Der Weltgemeinschaft ist es schlicht egal, ob wir leben oder ob wir sterben. Zu meinen letzten beiden Punkten. Die Industrienationen haben in den letzten Monaten die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die Pharmaindustrie entscheiden kann, wer Zugang zum Impfstoff hat und wer nicht. Sie liefern also die Gesundheit dem Markt aus. Und sie überlassen die Verantwortung dem Individuum, selbst hierzulande. Wir erleben die Individualisierung von gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. Das können wir festmachen an der Abschaffung der kostenlosen Tests, vor allen Dingen aber auch mit Blick auf die Situation in den Krankenhäusern selber und im Pflegenotstand. Mein letzter Punkt, der auch in den anderen Foren heute schon angeklungen ist, bezieht sich auf die Hilfe. Denn das, was passiert ist mit dieser politischen Strategie, bedeutet, dass die Hilfe das Recht ersetzt. Sie legitimiert sogar den Rechtsbruch in der Verweigerung des Zugangs zu Impfstoffen und einer guten Gesundheitsversorgung für alle Menschen. Das Spendenprogramm COVAX, das immer wieder ins Feld geführt wird, ist ein klassisches Public-Private Partnership und führt zur Manifestierung dieser Abhängigkeiten und nicht zu dessen Ablösung. Es ist also eine Scheinlösung, und auf diese Scheinlösung, zu der auch die Aufforderung zu spenden in einem kritischen Sinne zu zählen ist, dürfen niemals alleine das Lösungsangebot sein. Wir könnten auch jetzt auf den Anfang zurückgehen von dem, was ich ausgeführt habe, und immer das Wort Corona durch das Wort Klima ersetzen. Die Thesen wären die gleichen. Uns wird in diesen Zeiten immer wieder vorgeworfen, von der Pharmaindustrie, aber auch von der Politik, zu radikal zu sein, wenn wir sagen, beispielsweise Patente töten oder dass wir Utopisches fordern. Aber die Radikalität besteht doch vielmehr darin, dass die Pharmaunternehmen und die Regierung alle Maßnahmen blockieren, die im Menschheitsinteresse liegen. Thomas, du hast es immer wieder gesagt, in diesen Zeiten der Pandemie empfinden wir uns als Getriebene der Weltkrise. Es muss also um viel mehr gehen als um das pure, das nackte Überleben. Mich würde interessieren, was bedeutet diese Idee, in der sich Menschenrechte, Würde und Freiheit miteinander verbindet, die so negiert wurde von der Politik selber? Was bedeutet das eigentlich heute und hier für die Menschen in Afghanistan? Ich würde so gleich drehen, dass ich sage, für die Menschen in Afghanistan und für die Leute hier, für uns. Was bedeutet das für uns alles gemeinsam? Ich würde dich bitten, mir die Uhr hinzulegen, ja, damit ich mich nicht verklappe. Mhm. Und würde als allererstes festhalten wollen, was bedeutet das? Na, dann gucken wir doch mal an, wie wir informiert werden, wie wir erfahren, was eigentlich in Afghanistan losgeht. Da müssen wir als allererstes feststellen, es beginnt schon, dass wir nichts mehr erfahren. Wir haben das jetzt alles gesehen. 2 Wochen lang war es auf den ersten Platz der Nachrichten. Jetzt wird es schon verdrängt. Sport kommt wieder an die erste Stelle. Es rutscht raus. Es wird klar, die Sache ist gelaufen. Uns interessiert es hier nicht mehr. Wir werden nicht wirklich informiert über das, was losgeht. Dem möchte ich jetzt sozusagen, so möchte ich jetzt darauf antworten, indem ich das alles, was das für uns bedeutet, was das für die Leute dort bedeutet, was das für eine Entwicklung von Demokratie und Menschenrecht bedeutet, sozusagen in 5 Schritten sagen. Ich fange mit der aktuellen Lage an, so wie sich diese Lage für uns als Medico darstellt, das heißt im Verhältnis zu unseren Partnern.
unsere Partner haben zu den Menschen gehört, die tagelang vor dem Flughafen in Afghanistan im unvermeidlichen Kampf mit allen anderen, die da standen, darum gekämpft haben, Zugang zu dem Flughafen zu gewinnen. Sie sind gescheitert, wie die allermeisten gescheitert sind. Sie haben dann beschlossen, nicht weiter auf Hilfe aus Deutschland, Amerika oder Frankreich, Großbritannien zu warten. Sie haben sich selber durchgeschlagen in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihren Verwandten, alle Mitarbeiter unserer Partnerorganisation ARDO, mit ihren Familienmitgliedern, über 180 Leute in Bussen durch die Nacht durch Afghanistan gefahren, von Kabul nach Kandahar. Dort hatten sie arrangiert, dass Privatautos auf sie warteten, die sie familiär besorgt haben. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Bei 180 Leuten müssen das wenigstens 30, 40 Wagen gefahren sein. Sind nochmal 2 Stunden durch die Nacht gefahren, sind dann tatsächlich in 2 Gruppen über die Grenze, über Spindepoldak, den Grenzübergang rübergegangen. Dort haben wieder Autos auf sie gewartet, haben sie nach Quetta gebracht, die Hauptstadt von Baluchistan. Das ist die gefährlichste Provinz in Pakistan. Dort ist selber ein Bürgerkrieg seit langen Jahren. In Baluchistan, in Quetta, sitzen sie jetzt in einer Wedding Hall, also in einer Halle, wo Leute ihre privaten Feiern machen. 180 Leute, am Anfang mit nur 2 Toiletten. Sie sind dort, um das eindeutig festzuhalten, illegale Migrantinnen. In Pakistan jetzt. Damit schließen wir an Themen an, die vorher hier schon eingeführt worden sind. Wir hatten dann das Glück, unseren pakistanischen Partner gar nicht überreden zu müssen, sofort zu helfen, als allererstes Decken zu bringen, Lebensmittel zu bringen, die Frage aufzuwerfen, wie kommen die Leute an Geld? Der Vermieter der Wedding Hall will natürlich sein Geld haben dafür. Wir sind jetzt in der Situation, die wir noch überhaupt nicht auflösen können. Damit sind wir einfach konfrontiert, dass der pakistanische Staat unseren Partnern untersagt hat, also unserem pakistanischen Partner untersagt hat, unsere afghanischen Partner weiter zu versorgen. Wir wissen jetzt nicht, wie wir das machen sollen. Wir sind im Verfahren der Aufnahme durch die Bundesrepublik, der Aufnahme unserer Partner, weil wir ja im Grunde, unsere Partner sind sogenannte Ortskräfte, um das hier mal auf den Punkt zu bringen. Und das ungelöste Problem ist, dass den Zuschlag in der Entscheidung, das hat das Bundesministerium des Inneren, die sagen beinhart, es geht um die unmittelbar Betroffenen, das sind die Beschäftigten von ARDO. Es geht um dann die Ehepartner und um Kinder in erster Linie bis zum 18. Lebensjahr. Das würde bedeuten für unsere Partner, dass sie sich aufsplitten müssen, diejenigen, die vom Bundesinnenministerium nach seinen rassistischen Kriterien reingelassen werden, können gehen, die anderen bleiben in Pakistan. Wir wissen nicht, welche Entscheidung unsere Partner treffen werden. Das ist die gegenwärtige Situation. Und wir sind mit ihr verbunden, weil es unser Ministerium des Inneren ist, das im Moment die Leute zu nötigen scheint, unter sich zu wählen, wer gehen darf und wer in Quetta bleiben muss. So viel zum Einstieg. Jetzt gehe ich ein paar Schritte zurück, um diese Situation zu umgehen, dass die Aktualität schon wieder zu Ende ist und dass wir ganz andere Dinge haben, die interessant sind und die sich vordrängen, und möchte einfach darüber sprechen, was ist da eigentlich passiert? Was ist eigentlich da geschehen? Das, was wir jetzt 10 Tage lang mitverfolgen durften und jetzt schon nicht mehr mitverfolgen dürfen, weil es Wichtigeres gibt. Erinnern wir uns 9/11? Kurz nach 9/11 gab es die Intervention in Afghanistan, den Sturz der ersten Taliban-Regierung durch die westlichen Truppen. Es gab dann die Etablierung der Islamischen Republik Afghanistan. Das war im Grunde die Zusammenarbeit der ISAF-Truppen mit afghanischen Eliten, denen es nie um irgendetwas anderes gegangen ist, als um ihren eigenen Vorteil und ihre eigene Rechnung. Auf den Punkt gebracht hat, dass der letzte Präsident Ashraf Ghani, der, wie wir alle wissen, geflohen ist mit Koffern voller Geld und Luxuskarossen und der bis zum Moment des Abflugs darum gekämpft hat, noch mehr Geld in den Flieger reinzubekommen, was ihm dann nicht gelungen ist. Was sich da verdichtet, ist das, was in den zurückliegenden 20 Jahren für die Menschen in Afghanistan wesentliche Realität war. Man kann diese Realität beschreiben als das Leben müssen unter den Bedingungen einer Gewaltökonomie. Gewaltökonomie heißt in allererster Linie,
dass alle Beteiligten sozusagen, und das schon sehr lange Zeit, unter der Gewalt gelitten haben, dass man aber nicht nur unter der Gewalt gelitten hat, sondern dass man durch die Gewalt und von der Gewalt auch gelebt hat. Man kann das verdichten an den Taliban. Das Beispiel der Eliten habe ich ja schon genannt, Ghani, aber auch an den Taliban. Ja, das Rückgrat dieser Bewegung sind gläubige Kämpfer, die sich für das Kalifat einsetzen und auch bereit wären, für das Kalifat zu sterben. Aber ein Großteil der Kämpfer sind das gar nicht, sondern das sind einfach Leute, die bei den Taliban sind, weil sie dadurch ein Einkommen haben, weil sie sogar Urlaub haben. Die Taliban haben eine Urlaubsregelung, die Taliban haben auch eine Rentenregelung. Und ein erheblicher Teil der Taliban-Kämpfer sind aus diesem Grund bei den Taliban. Alle anderen Afghanen, die in irgendeiner Art und Weise ein Einkommen haben, sind alle auch irgendwie zwangsweise mit dieser Gewaltökonomie verbunden. Man lebt, indem man Teil der Streitkräfte ist, man lebt, indem man Teil irgendeines Mujahedin-Verbandes ist, man lebt, indem man in die Drogenökonomie verbunden ist, oder man lebt, indem man als Staatsangehöriger mit der Verwaltung von Gewaltverhältnissen beschäftigt ist, oder man hat kein Einkommen. 90%, 70% gesichert, aber nach anderen Schätzungen 90% der Menschen in Afghanistan leben unterhalb der Armutsgrenze, und die einzige Chance, die man in Afghanistan hat, aus dieser Situation unterhalb der Armutsgrenze vegetieren zu müssen, ist in irgendeiner Art und Weise Anschluss an irgendeine Gewalttätigkeit zu bekommen. Das ist in erster Linie mal der Hintergrund dessen, was wir dort jetzt sehen. Zeit für den zweiten Schritt zurück. Wo kommt das alles her? Wir wissen mittlerweile, dass alle diese Konflikte oder der afghanische Konflikt ein ethnischer und ein religiöser Konflikt ist. Wir sind geneigt zu denken, das liegt eben daran, dass dort mindestens 10 ethnische Gruppen mehr miteinander leben, dass dort 50 Sprachen gesprochen werden, die sich nochmal in 200 Dialekte unterteilen. Dann sind wir geneigt zu sagen, ja, solche Leute neigen eben dazu, ethnisch-religiöse Konflikte miteinander zu haben. Das ist nicht der Fall. Konfliktiv war das Zusammenleben der Menschen in dieser Gegend immer. Aber zum Gewaltkonflikt ist es erst geworden, nachdem europäische Länder versucht haben, das Land zu erobern. Die gescheiterten Versuche Großbritanniens und auch Russlands, sich dieses Landes zu bemächtigen im Zerfall des persischen Imperiums, waren der Anlass dafür, dass man einen nationalen Staat schaffen wollte gegen die Kolonialherren. Und damit erst wurden die ethnisch-religiösen Konflikte, die es in gewisser Weise immer gab, wenn so viele Menschen unterschiedlicher Sprache, Glaubensüberzeugung, Sitten zusammenleben, damit die dann so explodiert sind. Das heißt, ohne den europäischen Versuch, sich dieses Land kolonial anzueignen, hätten wir den Afghanistan-Konflikt nicht. Das ist der weiteste historische Hintergrund zunächst mal für das, was wir heute sehen und schon nicht mehr sehen, um das nochmal zu sagen. Zweiter Schritt, der für uns alle, glaube ich, von besonderer Bedeutung ist, die Konfliktgeschichte Afghanistans seit den Kolonisierungsversuchen kulminiert mit einem Putsch 1978, junge linke Offiziere, die sich mit einer kleinen linken Partei, die im Wesentlichen von Intellektuellen organisiert worden ist, zu verbinden. Man versucht sozusagen, dass die Modernisierung des Landes, die schon vorher betrieben worden ist, man versucht, die noch einmal zu radikalisieren, zu forcieren. Man macht das autoritär, weil man eine kleine Minderheit ist, die versucht sozusagen, die Moderne nach Afghanistan zu bringen. Wir wissen, was dann geschieht. Es kommt zur sowjetischen Intervention. Es kommt zu dem jahrelangen Krieg, an dessen Ende die erste Taliban-Herrschaft und dann die Intervention der westlichen Truppen stehen. Ich sage das deswegen, das ist ein unumgängliches Zwischenspiel, um zu erklären, warum es in Afghanistan keine starke linke oder emanzipatorische oder fortschrittliche Alternative gibt. Warum die Leute sich an ihre ethnisch-religiösen Bindungen orientieren, weil es dieses Zwischenspiel gegeben hat. Das ist Teil dessen, was die Leute in Afghanistan und auch uns angeht. Es ist Teil unserer gemeinsamen Geschichte. Nächster Schritt, um zu verstehen, was dort geschieht, ist eben, inwieweit das, was jetzt vorgeht, eigentlich uns
anzeigt, wie es möglicherweise in der Zukunft um die Welt bestehen wird. Man ist dorthin gegangen vor 20 Jahren. Das wurde immer erklärt, um Demokratie, Menschenrecht und Gleichheit der Geschlechter zu schaffen. Man hat dann und insbesondere die deutsche Regierung fatal versagt in den letzten Wochen, weil man nicht die geringste Vorkehrungen getroffen hatte. Vorkehrungen getroffen, worauf? Darauf, dass man seit über einem Jahr gewusst hat, dass man das Land wieder an die Taliban ausliefert. Wenn man sich dazu entscheidet, nach einer 20-jährigen Geschichte, und Medico hat die Intervention damals, als sie erfolgt ist, entschieden politisch abgelehnt, aus Gründen, die wir heute alle teilen, von denen wir heute alle wissen. Aber wenn man sich entscheidet, abzubrechen, und das wissen wir seit fast anderthalb Jahren, und das Land an die Taliban wieder auszuliefern, dann muss man den Leuten, die dann gehen wollen, in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit bieten, gehen zu können, anzukommen. Das genau hat man nicht getan. Was ist daran mehr als an dieser skandalöse Vorgang, diese Ungeheuerlichkeit, deren Zeuginnen wir ja alle geworden sind? Was ist daran das, was möglicherweise für die Zukunft für uns alle relevant ist? Es ist nicht das erste Ereignis in dieser Hinsicht. Was geschieht, wenn ein Versuch, der von vornherein in gewisser Weise zum Scheitern verurteilt war, Demokratie, Menschenrecht, Gleichberechtigung der Geschlechter zu exportieren, scheitert und man einen Deal macht mit den Gewalttätern, von denen wir alle wissen, was deren Projekt ist? Ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist das, was unsere gegenwärtige Weltordnung eigentlich ausmacht. Und das verbindet sich mit den Menschen in Afghanistan ebenso wie mit uns. So wie die Welt vermutlich werden wird, wir alle ahnen davon, wir alle erfahren davon, mit der Zunahme der ökologischen Krise, mit den ökonomischen Krisen, mit den Machtverhältnissen, so wie sie sind, wird offensichtlich dazu führen, dass große und immer größere Teile der Welt der Verwüstung anheimfallen. Afghanistan ist dafür ein paradigmatisches Beispiel. Und was ist es offensichtlich, was in der herrschenden Weltordnung die erste Idee ist, die man dann hat, dass man diese Regionen, denen eigentlich nichts anderes mehr zugedacht ist, als dass die Verwüstung fortgesetzt wird, dann braucht man irgendeine Ordnungskraft. Wir haben das in Syrien erlebt, wo man sich mit Assad arrangiert hat. Wir erleben das in der Türkei, wo man sich mit Erdogan arrangiert. Wir erleben das jetzt, wo man sich mit den Taliban arrangiert. Wer sind diese Leute? Es sind Leute, die Ordnung halten in den Verwüstungsregionen. Und es sind Leute, die uns diejenigen vom Leib halten, die das verdammte Recht haben, aus diesen Verwüstungsregionen zu gehen und einen anderen Ort zu finden, an dem man leben kann. Dafür, für die Regulierung der Ein- und Ausschlüsse, sind die Taliban so gut wie Assad, so gut wie Erdogan. Und es ist offensichtlich so, dass unsere Politik sich mit solchen Verhältnissen arrangiert, dass es das ist, was auf uns zukommt. Und jetzt die Frage, und dann bin ich auch am Ende, jetzt die Frage, was kann das heißen? Und da gehe ich nochmal auf unsere Partner zurück. Was unsere Partner seit 2009 versucht haben, war in einer Situation, die geprägt ist von einer generationenübergreifenden Gewaltgeschichte und von Zerspaltungen entlang ethnischer und religiöser und auch sprachlicher Grenzen. Sie haben versucht, Leute aus dieser Geschichte, mit diesem Hintergrund und mit dem Verwickeltsein in diese Spaltung auszulösen, zu sammeln, einen eigenständigen Demokratisierungsprozess zu eröffnen. Das ist es, was ich hervorheben möchte. Im Moment diskutieren wir alle über das Scheitern der Mission. Aber das Scheitern der Mission ist kein interessantes Thema, weil alle stimmen darin überein. Das reicht von Medico bis zu Merkel. Alle stellen fest, die Mission ist gescheitert. Das ist nicht das eigentlich Interessante. Das eigentlich Interessante ist, dass es trotzdem einen Demokratisierungsprozess gegeben hat. Und die Leute, die diesen Demokratisierungsprozess initiiert haben, die ihn ausgearbeitet haben, die dafür auch ihr Leben riskiert haben und eingesetzt haben. Diese Leute sind diejenigen, die man jetzt verrät. Und wenn wir daran anknüpfen wollen und wenn wir die Frage des Menschenrechts weiter hochhalten wollen, dann haben wir hier einen ersten Auftrag. Es ist schon wiederholt
in Bezug auf Afghanistan immer wieder gesagt worden, zuerst in Deutschland, aber mittlerweile lässt sich die ganze Europäische Union darauf ein, dass sich 2015 auf keinen Fall wiederholen darf. Das ist der Konsens sozusagen der herrschenden Realität. Wenn wir auf der Höhe dessen handeln wollen, was in Afghanistan geschieht, dann müssen wir das tun, was unsere afghanischen Partner auch getan haben. Wir müssen dafür sorgen, dass jetzt zunächst einmal 2015 sich wiederholt. Das wäre es für Sachsen. Ja, vielen Dank, Thomas. Mein Vorschlag wäre, weil es eine Frage gibt aus dem Publikum, die sich direkt auch an das, was du ausgeführt hast, richtet, dass wir die jetzt kurz einschieben, bevor wir dann zu Stefan übergehen. Die Frage ist, warum hatte die Linke keine Chance? Weil die Linke in Afghanistan das in hochverdichteter Form noch einmal wiederholt hat, was die Linke des 20. Jahrhunderts überall getan hat. Seit der Oktoberrevolution ist es überall zu Durchbrüchen gekommen, wo die Frage aufgeworfen ist, sozusagen gegen die bestehende Welt und gegen das Elend der bestehenden Welt eine ganz andere Welt zu errichten. Das ist in gewisser Weise die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Geschichte der Linken im 20. Jahrhundert. Die afghanische Linke hat dieses Projekt, diese unvermeidliche Geschichte und diese Leidensgeschichte noch einmal in hochverdichteter Form wiederholt. Die Demokratische Volkspartei Afghanistans, die 10 Jahre lang regiert hat, wurde von 27 Intellektuellen gegründet. Da sind dann in der Zeit, bis sie an die Macht kamen, noch ein paar dazugekommen. Dass sie an die Macht gekommen sind, hat sich einem Putsch junger linker Offiziere verdankt. Und diese Leute, die sich dann an die Macht gebracht hatten, mit einem Anliegen, das wir zu erheblichen Teilen, glaube ich, teilen würden, das ist ja wohl der Hintergrund der Frage, warum hatte die Linke keine Chance? Warum ist das interessant? Weil es für uns die Frage ist. Was sie nicht haben lösen können, ist, wie man den Aufbruch, den sie selber vollzogen hat, zu einem Aufbruch der Leute macht. Sondern man hat es autoritär versucht, man hat es so versucht, dass man bereits im ersten Jahr der eigenen Regierung die Sowjetarmee zur Intervention geholt hat und damit die Leidensgeschichte, die schon lange lief, dramatisch erhöht hat. Wenn Afghaninnen und Afghanen Richtung links sozusagen wenig Vertrauen haben, dann spricht das nicht dafür, dass es sich um rückständige Menschen handelt, die irgendwelchen religiösen Irrtümern verhaftet sind und in ihren ethnischen Bindungen einfach eingefasst sind, sondern dann hat das auch damit zu tun, dass es eine linke Chance gegeben hat und dass sie komplett in den Sand gesetzt worden ist, und zwar dramatisch in den Sand, in blutigen Sand gesetzt worden ist. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte hinter uns ist, sondern wir sind immer noch gehalten, uns dieser Geschichte zu stellen und auch die Fehler sozusagen zur Sache zu machen, zum Thema zu machen, die wir selbst getan haben. Es geht nicht nur darum, Merkel und Bush und wen auch immer zu blamen, sondern auch wir sind involviert und auch das ist Teil der afghanischen Krise. Gut, super, dann haben wir die erste Frage schon mal geklärt. Ich würde jetzt gerne zu Stefan Lessenich überleiten. Und aus meiner Sicht ist dieses Stichwort, dass immer mehr Menschen der Verwüstung anheimfallen werden, eigentlich so der Kern von dem, wie wir jetzt auch über die Weltkrise weitersprechen werden. Das hast du jetzt sehr eindringlich auch mit Blick auf die Verhinderung sicherer Fluchtwege für Afghanistan beschrieben. Das gilt genauso auch für die syndemischen Folgerungen und Konsequenzen aus Covid-19. Und meine Frage an dich wäre, du sprichst ja seit vielen Jahren von der Externalisierungsgesellschaft. Wenn wir jetzt die Covid-19-Pandemie, die eine weltweite Pandemie ist, in den Blick nehmen oder auch blicken auf die Hochwasser an Rhein und Ruhr, ist das Konzept hinfällig geworden? Schaffen wir es nicht mehr, uns das vom Leib zu halten? Wie siehst du das? Also erstmal hallo und an alle, die jetzt sich hier sonntags einklinken, also vor allem an die, aber auch dann an die, die es später machen. Danke für die Einladung und danke für euer beide Analysen schon. Bin jetzt schon froh, hier gewesen zu sein und das deswegen mitbekommen zu haben. Ich denke, man
man muss es ja nicht Externalisierung nennen. Ich hänge gar nicht an dem Konzept und an der Begrifflichkeit. Man könnte auch Kapitalismus sagen, wobei dann das Spezifikum der Externalisierungsgesellschaft jedenfalls nicht im ersten Zugriff erfasst wäre. Man müsste mindestens demokratischer Kapitalismus sagen. Und das werde ich gleich auch nochmal betonen, dass hier nicht nur systemische Zusammenhänge eine Rolle spielen, sondern das ganz konkrete Handeln von real existierenden Menschen. Und wenn du gerade gesagt hast, Thomas, wir müssen nicht nur auf die USA und deren politischen Eliten und auch nicht auf die deutschen Eliten schielen, sondern wir sind involviert, dann heißt es auch wir ganz konkret als handelnde Akteure in unserem Alltag. Wir sind involviert. Wir sind auch involviert, wenn wir 10 Tage lang was über Afghanistan erfahren und dann nichts mehr erfahren. Und dann ist die Frage, wollen wir vielleicht nichts mehr erfahren? Warum müssen wir nichts erfahren darüber? In welcher Machtsituation sind wir eigentlich als Bürgerinnen eines hochentwickelten industriegesellschaftlichen Landes, dass wir über Afghanistan nichts wissen müssen, nichts erfahren müssen? Und insofern würde ich sagen, Externalisierungsgesellschaft, das Konzept, der Begriff, die Idee ist nicht hinfällig damit, dass jetzt womöglich Folgen zurückschlagen auf uns hierzulande, sondern, das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber ich finde, das Konzept bestätigt sich gerade dadurch, weil es nämlich diese Boomerang-Effekte eigentlich mit einbezieht und sagt, das, was andernorts passiert, ist einerseits ein Nebenprodukt unserer eigenen Produktions- und Konsumweisen, Arbeits- und Lebensweisen. Und es fällt immer schwerer und es bedarf immer mehr Gewalt und Gewaltökonomien und Ordnungsmächte anderswo, um die Folgen dieser zerstörerischen Produktions- und Konsumweisen, Arbeits- und Lebensweisen von uns entfernt zu halten, also von unseren Sozial-, Wirtschafts- und Lebensräumen. Von daher sehe ich mich da in einer gewissen Weise bestätigt, wobei es aber nicht um die Bestätigung geht, sondern es geht um die Analyse. Und das, was ich jetzt sagen werde, schließt wirklich unmittelbar und hervorragend, leider hervorragend an das, was Thomas jetzt konkret über Afghanistan berichtet hat. Weil ich würde sagen, die großen Krisen der letzten beiden Jahrzehnte, fangen wir bei 9/11 an, die großen Krisen oder dann die 2 Krisenjahrzehnte insgesamt, würde ich sagen, sind Zeichen von Externalisierungskrisen in meiner Begrifflichkeit. Also die Gewaltkrisen von 9/11 bis Afghanistan im September 2021, die Finanzkrise, die Klimakrise, die Migrationskrise, die Pandemiekrise, all das sind meines Erachtens Ausdrücke, krisenhafte Folgen einer bestimmten Art und Weise der gesellschaftlichen Reproduktion, die ich als Externalisierung oder Externalisierungsgesellschaft bezeichne. Und interessanterweise ist es so, dass diese Krisen hervorgerufen werden durch Externalisierungsprozesse und gleichzeitig diese Krisen aber auch die Krise von Externalisierung selber anzeigen. Also die Art und Weise der hiesigen gesellschaftlichen Reproduktion, ökonomisch wie sozial, ökologisch, kulturell, greift nicht mehr und lässt sich immer offensichtlicher nicht mehr aufrechterhalten oder zu immer weiter steigenden Kosten nur noch. Und ich möchte es vielleicht auf ein ganz klassisches Konzept bringen, kennt man von Schumpeter aus der Innovationsökonomie. Meines Erachtens ist Externalisierung das Prinzip kreativer Zerstörung, und zwar auf eine ganz spezifische Weise und auf eine Weise, bei der Kreation und Zerstörung auseinanderfallen, und zwar systematisch auseinanderfallen. Wir haben es hier mit einer Produktions- und Konsumtions-, Arbeits- und Lebensweise zu tun, wo die wirtschaftliche Wertschöpfung systematisch und notwendig sozial- und ökologische Destruktivität hervorruft. Das sind die Verwüstungen, das sind die verwüsteten Länder, Regionen, Gesellschaften, die anderswo produziert werden. Und wie du auch gezeigt hast, kurz mit Blick auf Afghanistan, das lässt sich nicht denken ohne die Geschichte des Kolonialismus, des Neokolonialismus, des vermeintlichen Postkolonialismus, die wir gerade in Deutschland sehr, sehr gerne abblenden und ausblenden, als vermeintlich zu spät gekommene Nationen, die nur noch einen kleinen Krümel des kolonialen Kuchens abbekommen haben. Also die systematische Reproduktionsweise ist, dass wo wirtschaftliche Wertschöpfung stattfindet, gleichzeitig sozial und ökologisch destruiert werden muss, zerstört werden muss. Und der zweite zentrale Gesichtspunkt, unter dem man diese kreative Zerstörung betrachten muss, ist, dass die Folgen einerseits der wirtschaftlichen Wertschöpfung, also sozusagen die Gewinne,
aber auch die Folgen der ökologischen sozialen Destruktion, die Verluste krass ungleich verteilt sind, auf krassest mögliche Weise ungleich verteilt sind, in einem globalen Maßstab schon mal, und der ist mit Afghanistan angesprochen, aber auch regional, also denken wir an Europa, wo auch die Ungleichheiten von Wertschöpfung und Destruktion offensichtlich sind, aber auch nationalgesellschaftlich. Mir selber geht es mit dem Externalisierungskonzept hauptsächlich um die globale Dimension, aber selbstverständlich ist die eng verkoppelt mit Wertschöpfungsprozessen und Destruktionsprozessen auf regionaler und nationaler Ebene. Also diese systematische Verkopplung von schöpferischem Handeln auf der einen Seite und zerstörerischem Handeln auf der anderen Seite und die krass ungleiche Verteilung der wirtschaftlichen Gewinne und der sozialen ökologischen Verluste ist das, was meines Erachtens die Externalisierungsgesellschaft als eine globalisierte, als einen globalisierten demokratischen Kapitalismus kennzeichnet. Und die zentrale politische Herausforderung, ich möchte ähnlich wie Thomas und vielleicht noch ein bisschen zügiger auf das kommen, was jetzt anstehen würde, was eigentlich schon lange ansteht, aber was in Zukunft wahrscheinlich noch drängender anstehen wird, sehr sicher noch drängender anstehen wird. Im Grunde genommen ist die Herausforderung, dieses Prinzip kreativer Zerstörung kreativ zu stören und, wenn alles gut geht, zu zerstören. Auf die Formel möchte ich das bringen. Politisches Handeln, soziales Handeln in politischer Absicht muss darauf gepolt sein, dieses Prinzip, dieses verheerende Prinzip kreativer Zerstörung, damit Grundinstitutionen und Mechanismen des demokratischen Kapitalismus westlicher Prägung auch, nicht nur in Frage zu stellen, also diskursiv zu problematisieren, sondern im Anschluss daran auch wirklich kreativ zu stören und zu zerstören. Das heißt aber, ähnlich wie auch Thomas das schon angedeutet hat, eine solche kreative Störung und möglicherweise Zerstörung des Prinzips kreativer Zerstörung kann nur von unten kommen. Ja, die wird nicht von oben kommen, und mit dieser Externalisierungsthese versuche ich auch immer einen Parallelblick zu werfen, nicht nur auf die politischen Eliten, nicht nur auf die ökonomischen Eliten, sondern auf ganz normale Bürger und Bürgerinnen. Und nicht um die Kritik der politischen Eliten an den politischen Eliten, den ökonomischen Eliten in Frage zu stellen, die ist absolut gerechtfertigt und wahrscheinlich heute gerechtfertigter denn je, aber um das Bild komplett zu machen. Weil auch in Afghanistan und jetzt mit Blick auf die Folgen und dem, was gerade passiert, ist es nicht damit getan, auf Herrn Seehofer zu blicken und so wie das in politischen Kommentaren gemacht wird, zu sagen, ach, der gute alte Herr Seehofer, ja, der früher für die Sozialrentner und Rentnerinnen ihre Belange kämpfte, ja, und das soziale Gewissen, das christlich-soziale Gewissen der Republik war, der verweigert jetzt afghanischen Flüchtlingen oder den Ortskräften und so weiter die Aufnahme in Deutschland, ja, und zeigt jetzt sein böses Gesicht, wo man externalisierungsgesellschaftlich sagen würde, das passt auf widersprüchliche Weise ganz gut zusammen, der Kampf für die deutschen Sozialrentnerinnen, der vermeintliche oder tatsächliche, und der Kampf gegen diejenigen, die aufgrund der hier mitproduzierten Verwüstungen dann Zuflucht in Deutschland suchen. Der Herr Seehofer ist eine extrem widersprüchliche Figur, so widersprüchlich, wie diese gesellschaftliche Formation eine widersprüchliche ist. Und leider Gottes trifft es nicht nur auf Herrn Seehofer zu, sondern auf uns alle, die wir diese gesellschaftliche Formation irgendwie mittragen, und zwar widerwillig. Nolens, Volens, ja, mit gehangen, mit gefangen, mit im Spiel sind. Und deswegen reicht es nicht, immer nur auf die Politik in Anführungszeichen zu schielen oder mit dem Finger zu zeigen, sondern wir müssen selber uns befragen, in welcher Art und Weise an der jeweiligen Stelle, an der wir sind, mit den Ressourcen, die wir haben oder nicht haben, in welcher Art und Weise wir vielleicht durch Tun oder Unterlassen diese Zerstörungsaktivität dieses vermeintlich so produktiven Systems des demokratischen Kapitalismus mittragen und mit zu verantworten haben. Auf eine abhängige, herrschaftsunterworfene Weise, ist gar nicht die Frage. Wir sind herrschaftsunterworfen, aber irgendwie partizipieren wir halt auch an den Früchten dieses Herrschaftssystems, ob wir wollen oder nicht. Und viele von uns und einschließlich mir wollen das auch ganz gerne. Also die Gegenbewegung wird nicht von oben kommen, sondern sie muss von unten kommen. Das heißt ja gleichzeitig, sie muss im Kleinen beginnen, im Lokalen. Also in den lokalen Aktivitäten, die dann idealerweise ihre transnationalen, translokalen Vernetzungen finden und ausgreifen in translokale Netzwerke. Es geht darum,
meines Erachtens, und dafür ist Afghanistan ein gutes Beispiel, in der alltäglichen Lebensführung und im alltagspraktischen Handeln, in den sozialen Beziehungsdynamiken, in denen wir alle stehen, genau das zu politisieren, was systematisch entpolitisiert wird. Nämlich beispielsweise das, was gerade in Afghanistan passiert. Und das können wir alle nicht nur hier vor einem Bildschirm oder vor den Kameras und auf dem Bildschirm, sondern das können wir alle alltäglich an den Positionen, in denen wir sind, ob wir jetzt im wissenschaftlichen Feld operieren oder als zivilgesellschaftliche Organisation oder in einem Betrieb beschäftigt sind oder draußen auf der Straße sind und unsere Freizeit gestalten. Voraussetzung dafür, und ich bin jetzt auch gleich fertig, Voraussetzung dafür ist, und das ist für mich das ganz Zentrale, das ist eigentlich der politische soziale Kampf, der allen anderen meines Erachtens logisch vorgelagert sein muss, ist, dass wir diese unsägliche, unerträgliche Indifferenz ablegen, die auch wir als Personen, als Privatpersonen, als vermeintliche, dem Weltgeschehen entgegenbringen. Ja, ich sehe keine Bewegung, die jetzt problematisieren würde, dass Afghanistan wieder aus den Nachrichten raus ist. Die wirklich problematisieren würde, wie jetzt mit den Ortskräften umgegangen wird. Die wirklich auch nur ansatzweise die Verbindungslinien ziehen würde, auf natürlich vereinfachte Art und Weise, nicht so wie Thomas das jetzt hier in einer Viertelstunde dargelegt hat, sondern die ja ganz offensichtlich und letztlich doch einigermaßen schlichten und plumpen Verbindungslinien auf die Agenda setzt. Ja, wir alle sind doch ganz froh, dass wir den Schleier des Nicht-Wissen-Müssens vor uns haben. Und dieser Schleier des einerseits Nicht-Wissen-Wollens und andererseits auch das Privileg des Nicht-Wissen-Müssens, das gilt es zuallererst zu bekämpfen. Ich glaube, hierzulande, anderswo sind die Aufgaben ganz andere, aber hierzulande ist die erste und primäre Aufgabe des politisch-sozialen Kampfes der halbwegs Privilegierten, genau das zu tun, nämlich den Schleier des Nicht-Wissen-Wollens zu heben und zu lüften und das Privileg des Nicht-Wissen-Müssens zu thematisieren und zu skandalisieren. Und das ist auch immer eine Selbstskandalisierung. Und ich glaube, daran mangelt es leider. Es gibt ja einiges an wohlfeilem politischen Engagement. Das ist auch wunderbar. Ja, aber eine Selbstkritik, die jetzt nicht nur auf der Diskursebene läuft, sondern die wirklich ans Eingemachte geht und unseren eigenen Anteil, gerade auch der besonders Privilegierten, ja, an dem, was passiert und an der Fortschreibung dessen, was passiert, das nicht nur zu thematisieren, sondern zum Anlass politischen Handelns werden zu lassen. Jetzt kommt hier die Rockerbande und versucht mich zu unterbrechen. Genau das steht meines Erachtens auf der Tagesordnung. Das ist der eigentliche politisch-soziale Kampf, der ansteht. So. Punkt. 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 Ja, vielen Dank, Stefan. Jetzt sind wir schon so ein bisschen schneller, als ich das gehofft hatte beim kreativen Stören. Ja, ich hatte ja anfangs versprochen, wir versuchen erstmal etwas zu verstehen sozusagen, bevor wir uns dann diesen wichtigen Fragen widmen der Veränderbarkeit. Aber ich würde gerne doch nochmal so zwei Stichwörter auch einwerfen und das auch nochmal zurück an dich spielen, nämlich du hast an anderer Stelle gesagt, dass eine körperliche Konfrontation eine wichtige Rolle spielt, um zu Veränderungen beizutragen. Die erleben wir ja auf vielfältige Weise im Moment auch. Aber wie ist es so um diesen Gegenpart bestellt, den wir ja sowohl in der Politik bemerken, da hat ja Thomas auch schon sich zu geäußert, du hast das auch schon beschrieben, nämlich die Abwehr und die Verdrängung. Welche Rolle spielt das und welche Störfaktoren sind die eigentlich bei dem Prozess des kreativen Störens? Also ich glaube in der Tat, dass die physische Konfrontation mit den Folgewirkungen des eigenen Handelns, also indem es diese Rückschläge gibt und entweder die Geflüchteten wirklich vor der Tür stehen, vor der Tür des Hauses stehen und anklopfen, ich mache die Tür auf und sehe die Person ja und atme sie, ja, ich rieche sie, ich spüre sie, das braucht es offensichtlich, damit was passiert. Ich meine, das haben wir 2015 fortfolgende gesehen, im Guten wie im Schlechten. Das hat zu der größten Bürgerbewegung seit langem, vielleicht in der Geschichte der Bundesrepublik geführt. Und es hat dazu geführt, dass endlich offensichtlich geworden ist, welches protofaschistische Potenzial es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Da hat sich einiges dadurch getan, dass die Leute hier vor Ort waren und nicht irgendwo in der Türkei oder an den Grenzen Europas aufgehalten werden konnten. Jedenfalls für eine kurze Zeit. Ne? Also genauso wie
es natürlich was anderes ist, ob an der Ahr irgendwie die Sintflut passiert, ja, und ein paar Häuser weggeschwemmt werden und Menschen sterben, oder ob das irgendwo weit entfernt passiert, wo es genau wie Afghanistan mal kurz in den Nachrichten aufploppt und dann wieder weg ist und man es dann wunderbar auch wieder abschalten kann im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man wechselt einfach das Programm, ja, und geht auf Netflix. Also ich glaube, die physische Konfrontation mit Klimawandel, mit Migration, natürlich in Spanien beispielsweise, ja, die Indignados, die waren indigniert, weil ihnen Substanz genommen wurde, nämlich die Möglichkeit zu wohnen beispielsweise. Ja, also wenn man mit Zwangsräumung aus seiner eigenen Wohnung konfrontiert ist, ganz physisch Material, dann sieht die Sache anders aus, als wenn man über die Wohnungsnot irgendwo in einem anderen Viertel hört, in dem man selber nicht lebt. Also von daher, ja klar. Aber ich glaube, einerseits psychosozial, individuell, kollektiv in dieser Gesellschaft haben wir hervorragende Mechanismen entwickelt, um genau diese Konfrontation abzuwehren und zu vermeiden. Und übrigens haben wir auch eine ausgeklügelte Institutionenordnung entwickelt in dieser Gesellschaft mit Zustimmung der vielen, die genau auch das leistet, bis hin zum afghanischen Beispiel, nämlich all das draußen zu halten. Und das Interessante, wenn man es jetzt quasi psychoanalytisch sich mal anschaut, dieses Verdrängungsprozesses ist ja das, was ich in so einer Figur Freuds des Unheimlichen schon mal zu fassen versucht habe. Mhm. Weil hier ja das wiederkehrt, wenn man es jetzt genau nimmt, es geht ja das wieder, was wir selber produziert haben, was ein Teil von uns ist. Ja, ein Teil von uns, dessen, was wir selber produziert haben, kehrt jetzt zurück. Und wir versuchen, das zu verfremden, ja, und zu sagen, ja, das kommt von außen. Ja, wir versuchen, das auf andere, auf Dritte zu projizieren. Ja, beim Virus sagen wir, der muss bestimmt aus irgendeinem Labor in Wuhan gekommen sein. Ja, und in Afghanistan ist es halt irgendwie diese Sozialfigur des Taliban, der gar nicht grausam genug dargestellt werden kann und so weiter und so fort. Wir versuchen eigentlich zu vermeiden, das Unheimliche wahrzunehmen und wirklich wahrzunehmen, das ist auch wieder eine physisch-emotionale, affektive Ebene, es wirklich an uns ranzulassen, dass das, was jetzt zurückkommt, von uns ausgegangen ist, dass es ein Teil von uns selbst ist, den wir versuchen abzuspalten. Und gerade deswegen gibt es, glaube ich, diese auch extrem aggressiven Reaktionen hier, nicht nur gegen Geflüchtete, sondern auch gegen Obdachlose, gegen vermeintlich sozial Schwache, ja, gegen all diejenigen, die irgendwie meinen, jetzt gegenüber Deutschland nochmal Reparationsforderungen stellen zu können und sowas. Ja. Die Aggressionen, die dort freigesetzt werden, haben ihre Basis darin, einen tieferen Grund, dass wir spüren vorbewusst, dass da etwas an uns selber kratzt, weil es von uns selber ausgeht. Ja, und das kann man entweder sozusagen psychoanalytisch aufklären für sich selber und kollektiv, oder es führt eben zu solchen Projektionen und zu solchen Abwehrreaktionen, die in aller Regel dann entweder autoaggressiv, aber in dieser Gesellschaft gerne dann auch fremdaggressiv sind. Es gibt Fragen aus dem Chat. Würdest du noch mal direkt jetzt was dazu sagen wollen, oder können wir erst noch weitere Fragen reinholen? Also wenn du direkt nochmal antworten willst, dann würde ich das gerne vorziehen, dann haben wir vielleicht diesen... Ja, ich könnte, also weil ich dem allen zustimme, würde ich gerne sozusagen noch einen Dreh machen. Ich glaube, dass tatsächlich das Unheimliche uns so nah gerückt ist, dass wir in der Situation sind, die eigentlich sozusagen in die Frühzeit der Moderne zurückführt, wo der Aufruf an uns hängt, hab Mut zu wissen. Ich glaube, das ist das Elementare. Wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt der politischen Geschichte, der Herrschaftsweise, der dieser Planeten seine Menschen unterworfen ist, der Produktionsweise, die dieser Herrschaftsweise unterliegt, und der Lebensweise, an der wir selbst Anteil haben. Das ist das, was Stefan das Mitgehangen, Mitgefangensein ist. Das wissen wir und wir drängen es jeden Tag neu ab. Wir müssen sozusagen tatsächlich jeder für sich und alle gemeinsam diesen Mut finden, das, was wir eigentlich wissen, tatsächlich anzunehmen. Und dann erst taucht wirklich die Frage auf nach dem Handeln. Also wie verbindet man Wissen mit dem, dass man im Einklang mit seinem Wissen selbst handelt, diesen Punkt. Und das ist etwas, was, glaube ich, wie es zu Beginn der Moderne gedacht worden ist, sozusagen tatsächlich von jeder und jedem Einzelnen durchgeführt werden muss. Und die Kommunikation, das sind die Verdichtungen, die wir nicht in der Hand haben, die sich ergeben. Jetzt ist Afghanistan so eine Verdichtung. Und die Frage, die an uns gestellt wird, wenn wir zu dem stehen, was wir wissen, dann ist es, was ist eigentlich unsere Antwort auf die Frage, die man uns zuspielt?
soll sich 2015 wiederholen oder soll es sich nicht wiederholen? Also wir haben den Prozess, den jeder und jeder Einzelne durchlaufen muss, den Mut zu finden, zu dem zu stehen, was wir alle doch eigentlich längst wissen. Und die Frage, wie tauschen wir das untereinander aus, das ist das Nutzen der Gelegenheiten, die sich einstellen. Jetzt sind wir gefragt. Jeder Einzelne von uns und wir alle gemeinsam sind gefragt, soll sich 2015 wiederholen, soll es sich nicht wiederholen? Das Dritte, was wir dann neben dem Wissen und dem Handeln brauchen, ist der Mut. Ich würde sagen, nach meiner Lebenserfahrung, ich glaube, dass wir eine schwache Position haben im Kampf um die Frage, soll 2015 sich wiederholen oder nicht? Wir müssen trotzdem rein. Und wenn es uns nicht gelingen sollte, müssten wir den Mut haben, auf die nächste Verdichtung, auf das nächste Problem auszugehen. Und so, das ist das wenig mehr, geht nicht. Und mehr haben wir nicht in der Hand. Das ist das Unheimliche selbst, eigentlich sogar. Das Unheimliche hinter dem Unheimlichen. Dass es an uns hängt. Ich gebe mal ins, genau. Die Kolleginnen würden sich jetzt mal dazuschalten und die Fragen noch mal mit reinbringen, die aus dem Chat gekommen sind. Ist es möglich, das bei uns auf den Monitor zu schalten, dass wir das auch hören können? Genau, ihr müsstet mich jetzt schon hören können. Super, ja. Genau, also es gibt eine Frage, die sich an Stefan Lessenig wendet. Und die wäre nach den Handlungsmöglichkeiten von den einzelnen Menschen, ganz gleich wann und wo sie tätig sind. Soll ich sofort? Ja, gerne. Dann nutze ich die Gelegenheit, um noch kurz, würde ich in einem Halbsatz sagen, das Gute und Schlechte ist, dass sich 2015 wiederholen wird. Ja, da kann sich Sebastian Kurz auf den Kopf stellen oder er kann das gesamte Waffenarsenal Österreichs mobilisieren. Es wird sich wiederholen. Und vieles von 2015 soll sich ja auch tatsächlich nicht wiederholen. Ja, also die europäische Reaktion auf 2015 und die deutsche Doppelmoral hinter dieser europäischen Reaktion sollten sich tunlichst nicht wiederholen. Aber das dahinterliegende Strukturproblem bleibt ja bestehen. Und deswegen wird sich 2015, wir wissen es nicht, ja, 2022 oder 2025 wiederholen. Das soll jetzt keiner Verelendungstheorie, ja, der Zukunft das Wort reden. Aber wenn auch nur ein Teil der Analyse von Thomas, als er dann gesagt hat, was steckt eigentlich hinter Afghanistan oder deine Analyse oder meiner, wenn auch nur ein Teil davon richtig ist, dann wird sich genau das wiederholen und zwar auf erweiterter Reproduktionsstufe, kann man sagen. Zu den Handlungsmöglichkeiten der Einzelnen. Es geht mir überhaupt nicht darum, jetzt gegen Strukturdeterminismen zu reden, weil die gibt es selbstverständlich. Und ich würde niemals quasi neoliberal oder nicht neoliberal davon ausgehen, dass wir alle einerseits in der Verantwortung stehen und andererseits auch die Mittel haben, ja, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Es gibt eine ganz klare Hierarchisierung dieser Gesellschaft, auch strukturell angelegt, von Möglichkeiten des Handelns, ja, ganz klar, der Handlungsspielräume, der Optionen, der Reichweite, die man mit seinen Ressourcen mobilisieren kann. Aber ich glaube, dass jeder und jede mit seinen wenigen oder vielen Ressourcen an der Stelle, an der sie oder er ist, das habe ich schon gesagt, egal, ob ich jetzt Universitätsdozent bin oder bei Amazon beschäftigt bin oder bei den Gorillas, ja, das sieht man ja auch, dass wir alle die Möglichkeit haben, erstmal individuell diesen Mut aufzubringen, uns den Verhältnissen zu stellen und dann aber der unmittelbare nächste Schritt ist ja und muss sein, kollektiv an der Frage zu arbeiten und sich über die Frage erstmal auszutauschen. Und das wäre ja schon mal viel für den gegenwärtigen Zeitpunkt, sich über die Frage gemeinsam auszutauschen, was denn eigentlich falsch ist an diesen Verhältnissen und was womöglich eine andere Gestaltung der Verhältnisse sein könnte, unabhängig dann schon mal von der Frage, wie der Weg dahin sein könnte. Und kann auch zu dem Ergebnis kommen, ist unmöglich, ja, diese Wege dahin sind alle verstellt. Aber ich glaube, dass jeder und jede die Möglichkeit hat, die Handlungsmöglichkeit, diesen, wenn man es jetzt emphatisch sagt, wie Thomas das tut, ja, diesen Mut zum Wissen aufzubringen oder sich überhaupt Rechenschaft abzulegen, ja, über die Position, in der oder sie oder ist. Ja, wenn ich in einer machtvollen Position bin, dann kann ich mir Rechenschaft darüber ablegen und meines Erachtens bin ich auch gerade dann in der Verantwortung, mir Rechenschaft darüber abzulegen, warum ich denn eigentlich diese machtvolle Position bekleide, ja, von wem ich eigentlich abhängig bin, um diese machtvolle Position weiterhin
ausnutzen zu können. Ja, und das gilt für alle die, die jetzt hier auf der Dachterrasse sitzen, gleichermaßen. Und für die, die in einer extrem abhängigen, nicht handlungsfähigen Position sind, für die ist die Aufgabe gewissermaßen, die politische Aufgabe, sich über die Verhältnisse Rechenschaft abzulegen, die sie in dieser wenig machtvollen Position in diese gebracht haben, in diese halten. Und meines Erachtens ist es so, leider, dass da nicht nur das Kapitalverhältnis einschlägig ist, sondern dass wir hier auf der Dachterrasse mitarbeiten, ja, an der wenig machtvollen Position von vielen, vielen Menschen in dieser Gesellschaft und weltweit. Und ich glaube, der erste Schritt, den jeder und jede wirklich tun kann, ist diese Mündigkeit aufzubringen, sich Klarheit über die gesellschaftlichen Verhältnisse abzulegen. Und da gibt es ja dann auf den unterschiedlichsten Ebenen der Reflexion und der Komplexität durchaus Handreichungen, die dabei behilflich sein können, sich dieser Situation zu vergewissern. Vielen Dank. Noch mal eine Frage nach vorne zu den Kolleginnen. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Genau, es gibt einige Danksagungen für die tollen Analysen von euch drei schon mal im Chat zum Zustand der Welt. Und es gibt noch eine weitere Frage, auch an Stefan Lessenich. Und in der Frage geht es darum, welche Eckpunkte es für eine solidarische Lebensweise gibt, als Antwort auf die externalisierte Gesellschaft und ob Sie dazu noch was ausführen könnten. Jetzt weiß ich nicht, was mit Eckpunkten gemeint ist. Für gewöhnlich sage ich an der Stelle, genau, ne? Hab ich was vorbereitet? Wo hab ich's denn? Also für gewöhnlich verweise ich darauf, was ich unter Solidarität verstehe. Also wenn jetzt eine solidarische Lebensweise gefragt ist, nach einer solidarischen Lebensweise jetzt im Wortsinne gefragt wird, dann würde ich sagen, dass man Solidarität einerseits nicht zu hoch hängen soll und andererseits ganz hoch hängen soll. Und für mich ist was ganz Zentrales, das klingt jetzt erstmal blöde soziologisch, aber dass Solidarität performativ ist. Ja, Solidarität ist nichts, was in uns steckt. Ja, wir haben jetzt ein solidarisches Gen oder eine solidarische Disposition, ja, die einen mehr und die anderen weniger, und die leben wir dann aus. Ja, und dann muss man sozusagen die institutionellen Rahmenbedingungen dafür bereitstellen, damit die Leute ihre solidarischen Potenziale auch realisieren können, so wie sie alle anderen Potenziale, die in ihnen stecken, realisieren sollen. Sondern ich glaube, Solidarität entsteht erst über das gemeinsame Handeln. Das gibt es vielleicht als Idee, als Horizont, als Sinnhorizont, als eine Vorstellung. Aber Solidarität selbst ist etwas, was praktisch ist, was eine Praxis ist und was nicht a priori gesetzt ist, ja, wir sind jetzt mal alle solidarisch, deswegen machen wir Folgendes, sondern was erst im Handeln selber entdeckt wird als eine Option, als eine Möglichkeit, nämlich dass wir, wenn wir uns gemeinsam austauschen, beispielsweise ja über die Schlechtigkeit der Welt, über die Verwüstungen anderswo und hierzulande, über das, was dahinter steckt, was der Fall sein könnte, womit es zusammenhängt. In der Art und Weise, das gemeinsam sich darüber austauschens und das gemeinsam dann sich zu überlegens, was denn getan werden könnte. In diesem Prozess entsteht das, ja, was überhaupt dann Solidarität genannt werden kann. Nämlich ein Zusammenstehen dann für etwas. Das ist mir ganz wichtig. Das ist nichts Vorgängiges, Vorgelagertes. Deswegen ist Solidarität auch nichts, was die Soziologie gerne behauptet, dass es nur unter Gleichen stattfinden kann. Ja, man muss sich wechselseitig als gleich erkennen und anerkennen und dann geht's los. Ja, dann kann man miteinander sich verbinden und solidarisch sein. Nein, indem man sich in der Praxis irgendwie als ähnlich oder als, ja, unter einer ähnlichen Situation leidend erkennt, wird man sozusagen dazu gebracht, dann sich gemeinsam zu aktivieren, ja, und gemeinsam zu handeln. Und das ist dann die solidarische Praxis. Und wie die inhaltlich gefüllt wird, ist vollkommen offen. Ich glaube, es gibt auch keine vorgängige, normative, inhaltliche Bestimmung von Solidarität. Ja, dass es unbedingt Gleichheit in einer bestimmten Ausprägung sein muss oder eine bestimmte Form von Gerechtigkeit, sondern auch das entsteht im Handeln der Akteure, die lokale Prinzipien der Gerechtigkeit und der Gleichheit und der Verteilung entwickeln und entwickeln müssen. Das wäre für mich ein Eckpunkt. Praxis, Performativität, das heißt sozusagen im Tun entwickelt sich erst das, wonach man strebt, und auf eine Weise ist dann auch der Weg das Ziel, nämlich das gemeinsame Handeln. Und
Der Eckpunkt von Solidarität ist Transformation der Verhältnisse, ist nicht Linderung des Leides, sondern ist Veränderung der Strukturprobleme, ist das sozusagen an die Strukturprobleme herangehend anzugehen und die Problemverursachungsmechanismen in den Blick zu nehmen. An der Stelle würde ich tatsächlich gerne nochmal einhaken und nochmal zurückgehen oder das nochmal verbinden, auch mit der Debatte um Covid-19. Weil wir haben ja in dieser ganzen Auseinandersetzung zweierlei erlebt. Es gab eine Instrumentalisierung, einen Missbrauch auch des Solidaritätsbegriffes. Und wir haben sozusagen eine Solidargemeinschaft in Europa erlebt, wo der Solidaritätsbegriff nationalisiert wurde, auf eine sehr problematische Weise und nach innen gerichtet wurde. Und das ist jetzt auch aus der Perspektive von Medico als Hilfs- und Menschenrechtsorganisation eben genau diese Ambivalenz, dass einerseits mit Blick auf diese Körperlichkeit des Ereignisses, du hast das sehr eindrücklich nochmal beschrieben, am Beispiel des Jahres 2015. Gleiches gilt natürlich auch für das körperliche Erleben von Krankheit, indem diese Frage, stell dir vor, es gibt einen Impfstoff und du bekommst ihn nicht, auf eine andere mentale, aber auch körperliche Reaktion hierzulande getroffen ist, als es beispielsweise wäre, wenn man über Malaria redet oder andere Krankheiten, an denen seit Jahrzehnten Millionen Menschen sterben. Ja, so, das heißt also, es gibt mehr Empathie, es gibt durch dieses körperliche Erleben, es gibt ein verändertes Verständnis von dem in einer Welt sein durch die Krise. Aber es gibt ja auch eine sehr starke Form von Nationalisierung darin, die ja auch in der Zukunft problematisch werden kann, wenn beispielsweise auch finanzielle Mittel vor allen Dingen nach innen gerichtet werden, eben zur Abfederung der ökologischen Krise hierzulande und damit halt sozusagen der Rest der Welt doch weiter außen vor bleibt. Und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, also wie du dieses Risiko einschätzt und wie wir dem begegnen können. Ich glaube, wir in der guten Weise kreisen wir, weil das jetzt einfach bedeutet, tatsächlich nochmal auf das zu kommen, was der Stefan gerade gesagt hat. Wir können Solidarität, das ist das Einzige, was uns da bleibt in dieser Situation. Wenn man durch die Verhältnisse immer wieder drauf niedergedrückt wird, zu sagen, wie komme ich jetzt da durch? Das ist ja das, was jeden Tag geschieht. Das ist die Wahrheit in dem Mitgehangen, Mitgefangen, dass wir gar nicht umhin kommen, zu gucken, wie komme ich jetzt an den Impfstoff, zum Beispiel. Ja? Und dass wir uns da nochmal klar machen, Solidarität nicht hoch genug hängen können und es nicht so hoch hängen. Das sind zwei Momente. Nicht hoch genug hängen können, würde ich schon am Wort festmachen. Solidarität kommt von Insolidum und heißt im Ganzen und bezieht sich auf etwas, das kennen wir sozusagen aus dem Schuldwesen. Das ist die Gesamtschuldnerschaft. Bei einer Gesamtschuldnerschaft, die Schuldnerschaft im Ganzen, ist es so, dass jede und jeder Einzelne, der verwickelt ist, für das Ganze aufkommen muss. Das ist der Punkt. Also wir schulden zu dritt irgendjemanden 10.000 Euro. Es ist jetzt aber so, dass du oder ich, jeder von uns muss für die ganzen 10.000 einstehen. Das ist Insolidum, das ist Solidarität. Jede und jeder von uns ist gehalten, fürs Ganze einzustehen und nicht zu hoch hängen, wäre bedeutend, das praktisch werden zu lassen. Also diese ja doch ungeheure Verpflichtung, wie ich soll fürs Ganze einstehen. Ich weiß, wie sie um die Welt steht. Ich weiß, dass sie überall kracht und zerplatzt. Und jetzt soll das meine Verantwortung sein. Ja, ist sie. Das ist der Sinn von Solidarität. Aber wann kann ich diese Verantwortung eigentlich praktizieren? Wann kann ich ihr gerecht werden? Was bedeutet das? Und da heißt meines Erachtens das nicht hoch genug, das nicht zu hoch hängen. Heißt, wir müssen auf diese Gelegenheiten warten. Ich habe sozusagen bestimmte Pläne, mit denen ich mein politisches Handeln sozusagen, und dann werden diese Pläne über den Haufen geworfen, weil auf einmal die Situation in Afghanistan sich ergibt und die Taliban in 3 Tagen durchdringen. Und jetzt steht plötzlich wieder die Frage im Raum, um das nochmal aufzuwerfen, weil sich das, glaube ich, irgendwie durch den Tag zieht. Haben wir jetzt wieder eine Situation, wie wir sie 2015 schon mal hatten? Und wie handle ich jetzt? Wie entscheide ich jetzt? Gehöre ich zu denen, die dafür sorgen, jede nach ihren, seinen Möglichkeiten, dass diejenigen, die hier ankommen wollen, auch ankommen dürfen
Und was kann ich dafür tun, dass sie ankommen können? Das heißt es in dem Moment, in dem ich meinen Teil beitrage, in dem Augenblick handle ich solidarisch, obwohl ich die Gelegenheit gar nicht gewählt habe. Ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt hier heute über Afghanistan rede. Das hat sich so ergeben. Und das ist, glaube ich, dass die Gelegenheit, um gemeinsam solidarisch zu handeln, stellt sich ein. Plötzlich, in der Bibel heißt es, die Stunde des Herrn kommt wie der Tag in der... Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Die Stunde des Herrn kommt wie der Dieb in der Nacht. Das ist der Punkt. Wann wir aufgerufen sind, unserem Wissen, das wir längst haben, gerecht zu werden und gemeinsam zu handeln, das haben wir gar nicht in der Hand. Die Stunde des Herrn kommt wie der Dieb in der Nacht. Aber dann sollen wir wissen, dass jetzt die Gelegenheit ist, wo wir die Verantwortung fürs Ganze übernehmen. Und das heißt, solidarisch zu sein. Und das heißt, nicht ansprechbar zu sein für das, was uns jetzt allen Ordens gesagt wird, wir müssen die Grenzen durchmachen, es können nicht alle herkommen. So, ich würde jetzt euch gerne nochmal zuschalten. Wenn es mehrere Fragen gibt, stellt uns oder reicht uns doch gerne mal so 2 oder 3 rein, dann können wir ein bisschen auch für uns strukturieren, wie wir jetzt die letzten 20 Minuten weitergestalten. Bis jetzt gibt es tatsächlich nur eine Frage, die noch aufgekommen ist und die sich dann, glaube ich, primär an Stefan Lessenich wenden würde. Und zwar, braucht man nicht auch das Verdrängen, um zu bewältigen? Und wie das mit der Externalisierungsgesellschaft im Zusammenhang ist? Ja, also wenn es nur eine Frage gibt, dann nutze ich die Gelegenheit, um kurz auf Thomas einzugehen, zu sagen, also ich würde ja immer statt der Bibel Tonsteine Scherben zitieren, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Ne? Das scheint mir dann doch also milieuspezifisch mir näher zu liegen. Aber jetzt, das lässt sich gut verbinden. Aber bibeltechnisch, wenn wir jetzt nicht vor laufenden Kameras wären, würde ich sagen, also weil du ja gesagt hattest, die Instrumentalisierung und der Missbrauch des Solidaritätsbegriffs jetzt in der Covid-Pandemie, das ist ja meines Erachtens der größte Missbrauchsskandal, in den nicht die katholische Kirche als erste involviert war. Ja, das ist wirklich unglaublich, diese Entwertung, dieses ja in der Tat einerseits nicht hoch genug zu bewerten Begriffs, ja, wenn man ihn wirklich so inhaltlich füllt, wie Thomas es getan hat, dass der missbraucht wird, ja, einerseits, was ja noch gut und recht ist, für Nachbarschaftshilfe, ja, aber andererseits für genau das Gegenteil. Ja, für genau das Gegenteil, andere ihre Lebenschancen zu berauben, im Namen der Solidarität, ja, wo das Ganze, die Nation ist bestenfalls, ja, oder die oberen 50%, ja, oder die globalen oberen 13%, nämlich die reichen Industriegesellschaften, das ist so skandalös, dass es eigentlich kracht oder krachen müsste. Aber zu der Verdrängung, das ist, glaube ich, genau das, also Verdrängung als Möglichkeit, überhaupt angesichts der herrschenden Verhältnisse sein Leben fristen zu können und durchzukommen, so wie Thomas es genannt hat. Das ist genau der Punkt. Ja klar, schon individuell ist Verdrängung funktional in vielerlei Hinsicht, nämlich um mit meinem Lebensschicksal irgendwie zu Rande zu kommen. Ja, da muss ich alles Mögliche ausblenden. Und wenn ich in einer ganz üblen Lebenssituation bin, muss ich noch mehr ausblenden, als andere das müssen. Aber gesellschaftlich, externalisierungsgesellschaftlich gilt dasselbe, dass die Ausblendung in hohem Maße funktional ist. Deswegen habe ich ja schon darauf hingewiesen, dass diese Gesellschaft, also sozusagen diese Form der Externalisierungsgesellschaft auch eine ganze Institutionenordnung geschaffen hat, sich, die eigentlich professionell damit beschäftigt ist, diese Ausblendung und Verdrängung zu organisieren, zu praktizieren. Ja, von der neoliberalen, neoklassischen Ökonomik, ja, dieses Ganze rationalisiert, also das Zurückbleiben der vermeintlichen dritten Welt, ja, und die Möglichkeiten von Modernisierung, wenn nur ein bestimmtes Institutionensetting mal gegeben ist, dass man dann dorthin exportieren müsste. Aber eben auch weite Teile der Sozialwissenschaft, ja, wenn ich jetzt mal pro domo oder contra domum sprechen darf, ja, weite Teile der Sozialwissenschaft sind ja auch damit beschäftigt, letztlich Legitimationstheorien des Bestehenden zu produzieren. All das, all diese Verdrängungen des Wirklichen, ja, das, was wirklich ist, was so unvernünftig ist, wie es nur geht,
gehört dazu, irgendwie durch den Tag zu kommen. Und deswegen ist es naheliegend, dass wir individuell verdrängen, dass diese Gesellschaft kollektiv individuell sehr viel da rein investiert, eine irre Fehlallokation von Ressourcen, könnte man ökonomisch sagen, sehr viel da rein investiert, genau das zu verdrängen, was Sache ist. Und in dem Sinne würde Mut zu Wissen ja heißen, die Blasen platzen zu lassen. Ja, diese Verdrängungsblasen, also den Schleier zu heben, wie auch immer man das jetzt bildhaft ausdrücken möchte, genau darum würde es halt gehen. Was dann passiert, weiß man nicht. Wie gesagt, ich habe das ja schon ähnlich wie 2015 unterschiedliche Reaktionen herausgefordert hat. Wenn die Leute wirklich an sich heranlassen, was Sache ist, worauf ihr Wohlstand beruht, ihr Privileg, was auch womöglich allein ihre missliche Lebenssituation überhaupt noch lebbar macht. Ja, also ich finde immer, bestes Beispiel ist, oder ein gutes Beispiel, wenn Hartz-IV-Haushalte sich damit auseinandersetzen müssen, dass selbst ihr beschissener Lebensstandard noch externalisierungsgesellschaftlich hergestellt werden muss, durch Billigproduktion in aller Herren Länder. Ja, dass sozusagen die Reproduktionskosten künstlich gesenkt werden, damit hier ein Hartz-IV-Einkommen zum Auskommen einigermaßen ausreicht. Wenn man sich das vor Augen führt und wirklich, wenn das sinnhaft erfahrbar wird, dann finde ich, ist es eine ganz offene historische Konstellation, was dann passiert. Das kann, früher hätte man gesagt, produktive Wendungen nehmen, aber auch herzlich unproduktive. Also eine Frage in dem Zusammenhang, finde ich, müssten wir nochmal aufwerfen, weil wir auch erleben, vielleicht sogar auch als Folge der Verdrängung und der Abwehr, dass sich vieles in dem politischen Engagement, was wir gerade erleben, sich auflöst, entweder in so Partikularthemen oder eben auch in dem Blick nach innen, also sich so einzuwohnen in bestimmten Lebensformen und so weiter und das so in seiner Ausschließlichkeit auch als das politische Projekt zu begreifen. Und ich fand es ganz interessant mit Blick auf gestern, wo die Unteilbar-Demo stattgefunden hat in Berlin, dass es eine Beschreibung gab dessen, was man sehen konnte. Also es hing natürlich auch ein bisschen an den Abstandsregeln, dass immer viel Lücke waren. Aber es wurde doch auch wahrgenommen als jedes Thema läuft so für sich, ja, als eigener Block. Und dass sozusagen das ineinander verwoben sein und bedingt sein des krisenhaften Geschehens ineinander, was ja mündet in dieser Aussage, es geht immer um alles, vielleicht auch zu groß ist, um das wirklich in den Blick zu nehmen. Und das würde mich mal interessieren, auch nochmal, Thomas, aus deiner Sicht. Du hast es ja auch häufiger zum Thema gemacht, ob das etwas ist, was sich eher zu verschärfen droht, je wahrnehmbarer, auch je körperlich spürbarer die Krise hierzulande sich formiert. Ich glaube, ja, ich glaube, uns wird das unheimlich, von dem der Stefan sprach, ist doch das, dass wir alle ahnen, dass wir langsam in eine Situation reinrutschen, wo es wirklich in gewisser Weise um alles geht. Ja? Wir wissen das, dass wir in eine Weltkrise rutschen. Wir wissen, wie die beschaffen ist. Wir wissen genug. Und wir sind in diesem Spiel des Verdrängens selber drin. Wir können das kaum, also jeder ist da drin. Es gibt aber immer die Gelegenheiten, wo wir das tun, was der Stefan eben genannt hat, das ist an sich heranlassen. Das an sich heranzulassen. Und was dann den Mut konstituiert, ohne den wir nicht auskommen, ist der Umstand, dass wir nicht wissen, ob es zureichen wird. Wir haben keine Garantien mehr. Das ist, glaube ich, der Punkt, der irgendwie neu ist. Noch nie waren wir so sehr ausgesetzt der Überbeanspruchung, die im Solidaritätsbegriff steckt, dass ich mich verdammt nochmal um alles kümmere, dass ich dafür zuständig bin. Und gleichzeitig hatten wir noch nie so klar vor Augen, dass wir keine Garantie haben. Der Mut besteht einfach in diesen Momenten des sich Heranlassens. Deswegen war ich so wütend, als ich realisiert habe, dass die Nachrichten schon wieder wegdriften. Dass Afghanistan, wenn ich am Computer scrolle, muss ich schon nach unten scrollen, bis es kommt. Und vorher habe ich Sport und Unterhaltung und irgendein Wahlkampfgedöns. Und wir kommen da nicht raus. Wir müssen dieses sich Heranlassen
das an sich heranlassen von dem, was man schon weiß und sich dann von dem, was man weiß, nicht abbrennen zu lassen, das ist das, und da glaube ich nochmal, dass es sich so verhält, das geht an jede und jeden Einzelnen von uns, das muss jede für sich selbst tun, da gibt es keine Entlastung, und dann die Gelegenheiten ergreifen, wo wir gemeinsam handeln können, weil das gemeinsame Handeln ist das, was wir tatsächlich brauchen. Überforderung wäre, wenn ich das auch noch lösen soll. Ich kann es alleine nicht lösen, aber ich muss es an mich heranlassen. Wenn ich es nicht an mich heranlasse, dann ist alles jetzt schon verloren. Ich glaube, das ist der Punkt. Und die Forderung, es dann auch alleine zu lösen, das wäre sozusagen der neoliberale Twist daran. Genau. Ja? Du stehst in der Verantwortung. Genau. Ja, bestmöglich damit umzugehen, es irgendwie zu akzeptieren, ja, oder es produktiv zu wenden, ja, auf jeden Fall alleine damit fertig zu werden. Und zwar dann natürlich immer als Setting in Konkurrenz zu den vielen anderen, die auch alleine versuchen müssen, mit ihrem Leben fertig zu werden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo dieser Umschlag hin ins Transformative ist, nämlich diese Aufgabe als eine kollektive, als eine gemeinsame, als eine dann letztlich Solidarität produzierende zu verstehen. Und natürlich ist es so, genau wie du sagst, natürlich ist die Aufgabe viel zu groß. Ja? Natürlich ist die Konstellation so gewaltig, die Komplexität so hoch in dem, was da ineinander greift, dass man es individuell nicht überschauen kann, auch wenn man sich alltäglich sozialwissenschaftlich damit beschäftigt, nicht überschauen kann, dann muss man irgendwie zu komplexitätsreduzierenden Konzepten wie Externalisierung greifen, ja, um irgendwie einen Kern davon zu treffen. Aber es ist doch so, dass wir alle in diese irre Komplexität gestellt sind. Ja? Und es ist ja halt so, dass wir als Subjekte Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse sind, ja, dass sich in uns die Verhältnisse irgendwie kreuzen und spiegeln. Ja, die Gesellschaft tragen wir in uns, ob wir wollen oder nicht. Und wir müssen uns ohnehin alltäglich damit auseinandersetzen, ja, um irgendwie Arbeit zu finden, Arbeit zu behalten, ja, in der Arbeit erfolgreich zu sein, ja, eine Familie zu gründen, Beziehungen zu pflegen, aufrechtzuerhalten, zu kappen und wieder neu zu begründen. Da müssen wir uns immer mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen. Ja, aber wenn es politisch oder vermeintlich politisch wird, meinen wir, das wäre zu viel der Aufgabe. Ja, dabei ist es eigentlich dasselbe in einem anderen Modus, sich nämlich mit den Realitäten, mit denen man konfrontiert ist, zu beschäftigen und die tatsächlich erstmal anzunehmen als reale, ja, und dann an ihrer Veränderung zu arbeiten. Ja, das finde ich sehr wichtig, dass das jetzt nochmal auftaucht, weil das ja so eine der Setzungen ist, die häufig schon internalisiert werden und auch gerade in der jüngeren Generation die Leute sich dieser Funktionsweise gar nicht mehr bewusst werden, dass halt vom Standpunkt des liberalen Individualismus jedes universelle Engagement, wenn es die Risiken des Lebens beinhaltet, als verdächtig gilt. Ja, und das ist ja etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten auch die ganze Zeit erlebt haben. Aber die Frage zum Abschluss vielleicht wäre nochmal, was machen wir jetzt damit? Ja, also was ist ohne, ich habe es ja sozusagen schon angedroht in meiner Begrüßung. Wir werden hier keine einfachen Lösungen bieten. Wir werden das jetzt nicht so zumachen, dass wir alle beruhigt wieder den Computer ausschalten können. Aber so eine Ahnung zu kriegen, jetzt habt ihr einige Aspekte schon genannt, die ich sehr wichtig finde und die auch über das Durcharbeiten und das Verstehen, das Analysieren hinausgehen. Was sind konkrete erste Schritte? Wie können wir uns vorbereiten auf das, was jetzt kommt? Ich würde sagen, dass wir da wieder genau an dem Punkt sind, wo wir gar keine Wahlfreiheit haben, sondern sofort einspringen müssen in das, was jetzt vor der Tür steht. Weil dieses, was jetzt vor der Tür steht, könnte der Moment sein, in dem es gelingt, sich mit anderen zu verbinden. Die Frage, die jetzt einfach ansteht, wenn ich sie unmittelbar von meiner Tätigkeit nehme, ist es, gelten weiterhin die Kriterien des Bundesministeriums des Innern, dass aufgenommen nur wird, wer sozusagen das Glück hat, in Afghanistan eine sogenannte Ortskraft zu sein, dessen Ehepartner oder Ehepartnerin und die Kinder bis zum 18. Lebensjahr? Oder sagen wir, dass alle, die gehen wollen, auch das Recht haben, anzukommen? Und jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, nicht zu hoch und nicht zu niedrig. Das ist keine Aufforderung zum individuellen Heroismus, ja, sondern heißt zunächst mal, jeder und jede sollte wissen, dass die Dinge jetzt so stehen, dass es das ist, was gemeint ist.
Wenn unsere Politiker jetzt gerade sagen, 2015 soll sich nicht wiederholen, dann ist gemeint, dass unser Staat und wir 180 Menschen, die im Moment in Quetta, Pakistan sind, weil sie sich aus Afghanistan dahin gerettet haben, die stehen jetzt vor der Wahl zu sagen, alle oder keiner, und dann kommt keiner nach den gegenwärtig gültigen deutschen Regelungen, oder zu sagen, okay, wir lassen welche gehen und andere bleiben hier. Und das als etwas zu begreifen, was uns angeht, zumindest als eine fundamentale Infragestellung und als eine Beunruhigung, die ich annehmen muss, die ich an mich heranlassen muss. Das ist der Anfang. Und die Gelegenheiten werden sich, die werden zunehmen. Wir haben jetzt diese Krise. Wir hatten vorher Corona. Übermorgen wird eine andere sein. Was genau der Moment ist, an dem sozusagen es gelingt, das alles zu einem Gemeinsamen zu machen und in dieses gemeinsame Handeln zu kommen, das allein die Dinge ändern kann, das kann, kein, glaube ich, keiner voraussagen. Aber die Bereitschaft zu haben, das ist es, was von jeder und jedem gefordert werden kann. Und dazu muss man die Dinge an sich heranlassen. Und deswegen sitzen wir ja hier an einem verdammten Sonntagvormittag. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier unsere Zeit verbringen, anstelle an den Baggersee zu gehen. Ich fürchte, konkreter kann man es auch nicht machen an der Stelle. Ich hoffe auch, dass nicht die Erwartung besteht, bei denen, die sich jetzt an einem verdammten Sonntagmittag hier einschalten, dass hier irgendwelche Handreichungen gegeben würden. Weil ich glaube, es ist genau der Punkt, dass man an der Stelle, an der man ist, in der historischen Situation, in der man sich befindet, schauen muss, was geht, ja, was man tun kann und was gefordert ist. Und das lässt sich irgendwie nicht vordenken und auch nicht vorformulieren. Und ich glaube, dass wir nicht konkreter werden, hängt nicht daran, dass jetzt Thomas aus einer Denkerdisziplin kommt und ich aus dem Laberfach, sondern dass es eine Frage der Praxis ist, ja, die auch nach dem Zeitalter der Großintellektuellen auch nicht mehr vorgedacht werden kann auf eine Weise. Ja, man macht sich eigentlich unglaubwürdig, wenn man jetzt sagen würde, was zu tun wäre, ja, jenseits dieser Abstraktion. Und gleichzeitig ist es natürlich immer total unbefriedigend, ja, mit dieser Abstraktion zu leben, aber die muss dann eben konkret gefüllt werden. Ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man an der Stelle, wo man ist, jetzt schaut, was geht. Und ich glaube, du hast ja gesagt, ja, im Grunde genommen geht es darum, sich zu beunruhigen. Ja, und meine konkrete, an der Stelle, an der ich mich befinde, wäre, sagen, meine Aufgabe sehe ich darin, zu sagen, Leute, beunruhigt euch. Ja, es gibt guten Grund, viele gute Gründe oder schlechte Gründe, je nachdem, wie man will, sich zu beunruhigen. Ja, und diese Unruhe, ja, wenn die nicht ins depressive, destruktive Feld, sondern irgendwie ins rekonstruktive, transformative, ja, dann ist irgendwie das getan, sozusagen, dann ist der Punkt gesetzt, an dem ich irgendwie noch als Wissenschaftlerin meinen kann, da habe ich was mit zu tun, ja, und da habe ich auch irgendwie den Boden mitbereitet. Ja, das wäre sozusagen von meinem Punkt aus das, was zu tun wäre. Und ich würde jetzt auch in Zukunft, du hast es ja einleitend gesagt, meine institutionellen Kapazitäten dafür nutzen wollen, genau das zu tun. Eine vernünftige Analyse des Unvernünftigen. Ja, das Irre, Irrationalen dieser Vergesellschaftungsform zu liefern und da Ansatzpunkte, ja, für Eingriffe zu signalisieren. Und viel mehr kann ich an der Stelle nicht tun, außer dann in meiner alltäglichen Lebensführung genau diese Eingriffe, soweit es mir möglich ist, auch zu tätigen. Man kann das sogar noch mal ganz beinhart ins Konkrete praktizieren. Das ist ja, glaube ich, das, was so ein bisschen gewünscht wird. Ich kann aber keine Antwort geben, die jetzt für jeden passt. Ich kann nur sagen, wenn ich in den letzten Tagen froh war, bei den endlosen Telefongesprächen und SMSen, die ich in Bezug auf Afghanistan zu führen hatte, dass immer wieder in diesen Gesprächen die Frage auftauchte, wer übernimmt die Kosten, und dass ich in der Lage war, immer wieder zu sagen, Medico zahlt das. So. Und diese Gelegenheit gibt es für jede und jeden, an welcher Stelle auch immer und wie das auch immer das beschaffen ist. Und das darf man nicht an sich vorbeigehen lassen, und dazu muss man die Welt an sich herankommen lassen. Konkreter ist es gar nicht zu haben. Ja, ich glaube, damit können wir jetzt auch gut aufhören. Stefan hat vorhin noch mal den Begriff des Rekonstruierens verwendet. Das klingt schon fast, als wäre es ein bisschen abgesprochen gewesen, war es aber nicht. Es war nur abgekupfert. Weil wir
diese Idee der Rekonstruktion von Welt und der Verweigerung eben auch des Anbietens von Scheinlösungen, von Ideen, die etwas zudecken, statt die Welt eben genau so zu sehen, wie sie ist, in den nächsten Jahren auch fortführen möchten. Wir haben diesen Kongress, dessen Fortführung hier heute stattgefunden hat, in unserem Summer Social Club angelegt als einen Prozess, einen transnationalen Prozess mit vielen Partnerinnen und Partnern aus dem globalen Süden, genau an diesen Fragen, an diesen Problemen weiter nachzudenken, uns vorgenommen für die nächsten Jahre und würden uns freuen, wenn auch ihr, wenn Sie uns weiter auf diesem Weg begleiten würden. Dann danke ich erstmal ganz herzlich Stefan Lessenich und meinem Kollegen Thomas Ruthoff-Seibert für das Gespräch hier heute Mittag und auch ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die das heute möglich gemacht haben. Ich sehe ja euch, wenn ich hier den Balkon von Medico überblicke. Ganz vielen Dank dafür. Leider können wir die Kamera jetzt nicht so schnell wenden, damit ihr auch mal in den Blick kommt und wünsche euch allen noch einen guten Tag. Bis dann. Tschüss.